Der letzte Friedensversuch, der Besuch Perez de Cuellar's in Bagdad, heute Abend scheint gescheitert. Damit rückt ein Krieg im Golf in erreichbare Nähe nach Ablauf des Ultimatums am nächsten Dienstag. Und nach diesem Datum wird die Welt nicht mehr dieselbe sein. Politisch ohnehin nicht. Und wenn es zu einem Krieg kommt, dann werden wir auch hier in Europa die ökologischen Auswirkungen zu spüren bekommen. Hintergründe gleich in der Sendung. Wir diskutieren mit Militärs, mit Friedensforschern, mit Petra Kelly und Klaus-Maria Brandauer in einer Viertelstunde auf diesem Programm. Bis dann. Guten Abend, liebe Zuschauer, 21:46 Uhr. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu Nachrichten und Sport. Die Welt blickt heute auf zwei Städte. Auf Bagdad, wo UNO-Generalsekretär de Cuellar bei Iraks Diktator Hussein nach letzten Friedensmöglichkeiten suchte, und auf Vilna. Hier stehen zurzeit immer noch Zehntausende auf den Straßen, um das Parlamentsgebäude vor dem angekündigten Sturm der Sowjetsoldaten zu schützen. Mindestens 13 Tote und 100 Verletzte aus der vergangenen Nacht sowie Panzer und Maschinengewehre schrecken die Bevölkerung Litauens nicht. Im Parlamentsgebäude sollen sich zudem bewaffnete Freiwilligengruppen aufhalten, die nach Angaben eines litauischen Regierungsvertreters bereit sind, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Offenbar sollte die Machtübernahme des pro-sowjetischen Komitees zur nationalen Rettung vorbereitet werden, das eine Gegenregierung gebildet hat. Kurz nachdem Kreml-Chef Gorbatschow dem usbekischen Präsidenten Karimow zugesagt hatte, dass keine weiteren militärischen Aktionen geplant seien, brach der Angriff los. Kampfpanzer durchbrachen die Barrieren und stürmten ohne Rücksicht auf die Menschenmenge auf das Sendezentrum zu. Menschen wurden einfach niedergewalzt. Fallschirmjäger besetzten das Gebäude. Nach Angaben der litauischen Behörden wurden bei dieser Aktion mindestens 100 Menschen verletzt und 13 getötet. Das Parlament Litauens, um das Tausende einen menschlichen Schutzwall bilden, hat der Polizei erlaubt, den sowjetischen Truppen Widerstand zu leisten. Auf dem Roten Platz in Moskau demonstrierten Abgeordnete des russischen Parlaments gegen die kriegerische Intervention in Litauen. Die Parolen dieser Demonstranten lauteten: Hände weg von Litauen, erst Litauen, dann Russland und keine Diktatur. Ein Abgeordneter sagte: Wir wollen an diesem Völkermord nicht beteiligt sein. Mit dieser Aktion hat Gorbatschow sein Todesurteil unterschrieben. Alle Welt fragt sich, hat Gorbatschow den Truppen die entscheidenden Befehle gegeben? Der stellvertretende Bürgermeister von Moskau, Stankiewicz: Ich weiß nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nichts davon gewusst hat. Kurz danach löste die Polizei die Demonstration am Rande des Roten Platzes mit Gewalt auf. Das allerdings zeigte die sowjetische Nachrichtensendung im Fernsehen nicht. Stattdessen ein Interview mit Innenminister Pugo. Er behauptete, die Belagerer hätten zuerst geschossen und die Lage in der Stadt sei jetzt wieder ruhig. Vor wenigen Minuten meldete die französische Nachrichtenagentur AFP, dass sich die Lage in Vilna leicht entspannt hat. Vertreter des Parlaments und Armeekommandeure hätten sich darauf geeinigt, das Parlamentsgebäude in dieser Nacht nicht mehr zu stürmen, falls sich die mehr als 10.000 Demonstranten zurückzögen. Weiter heißt es, dass sich die Menschenmenge vor dem Parlament nach Bekanntgabe dieser Abmachung zögernd aufzulösen begann. Nach dem Treffen zwischen UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar und Saddam Hussein in Bagdad herrscht zur Stunde große Ratlosigkeit. Vor gut 3 Stunden endete das Gespräch, aber bis jetzt wurde nichts über das Ergebnis bekannt gegeben. Anzeichen für einen Erfolg gibt es nicht. Mit den Worten "Nur der liebe Gott weiß, ob es am Golf Frieden oder Krieg geben wird", zog Perez de Cuellar seine Bilanz aus dem Treffen mit Saddam Hussein. Der UNO-Generalsekretär hat den Irak bereits wieder verlassen. Die Friedensmission von Perez de Cuellar galt allgemein als letzte Chance, die Golfkrise vor Ablauf des UNO-Ultimatums doch noch friedlich zu beenden. Vor seinem Treffen mit Saddam Hussein war der UNO-Generalsekretär mit Palästinenserführer Yasser Arafat zusammengekommen. Anschließend warnte Arafat die USA vor einem Krieg im Nahen Osten.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth ist zurückgetreten. Er teilte seinen Entschluss heute Nachmittag dem Landesvorstand seiner Partei mit. Späth war in den letzten Tagen wiederholt vorgeworfen worden, auf Kosten von Unternehmen Ferienreisen und Dienstflüge unternommen zu haben. Wie schon bei der Pressekonferenz vor einer Woche unterstrich Späth heute Abend noch einmal, er habe keine Fehler begangen, er sei höchstens in dem einen oder anderen Fall etwas ungeschickt gewesen. Weit von sich wies Späth auch den möglichen Vorwurf der Korruption. Noch einmal, der Späth ist nicht käuflich. Wir werden darüber ja Beweisaufnahmen haben. Der Späth ist nicht käuflich und nicht bestechlich. Der hat sich seine innere Unabhängigkeit weder von Reisen noch von Freundeskreisen abkaufen lassen. Er habe keine Chance für ein faires Verfahren gesehen und deshalb aus Rücksicht auf seine Familie und sein Amt die Konsequenzen gezogen. Ich wünsche diesem Land, seinen Menschen und ich wünsche vor allem meinem Nachfolger der neuen Regierung eine glückliche Hand für die Verantwortung, die sie nach mir zu tragen haben. Ich bleibe der Politik verbunden. Und ich will es mal, weil ich dafür bekannt bin, auch in ganz schwierigen Lagen noch was Brüchiges zu sagen. Es kann weiter in meiner Vergangenheit geforscht werden. Über meine Zukunft braucht sich niemand den Kopf zu zerbrechen. Und wenn man mir einen Gefallen tun will, dann lasst meine Frau und meine Kinder aus dem Spiel. Der Rest ist offensichtlich zulässig zur Ausforschung. Bundeskanzler Helmut Kohl wird wahrscheinlich am kommenden Donnerstag vom Bundestag erneut zum Kanzler gewählt werden. Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und FDP haben sich bei den heutigen Koalitionsverhandlungen in Bonn auf diesen Termin geeinigt. CDU-Generalsekretär Volker Rühe meinte vor der Presse, der Termin der Wahl sei möglich, da die Verhandlungen sehr gut voranschreiten. Die Verhandlungsführer der Parteien einigten sich heute auf eine Kohlendioxidabgabe und eine Erhöhung des Kindergeldes. Betrübliches gibt es nicht nur aus der Politik, sondern auch aus dem Sport zu berichten. Bei einem Fußballspiel in Südafrika in der Nähe von Johannesburg zwischen den Kaizer Chiefs und den Orlando Pirates wurden nach einer vermeintlichen Schiedsrichterfehlentscheidung 40 Zuschauer bei folgenden Fanausschreitungen zu Tode getrampelt. Und auch beim griechischen Meisterschaftsspiel zwischen AEK Athen und Olympiakos Piräus gab es Randale. Dort wurde ein Zuschauer von einer Leuchtrakete tödlich verletzt. Manche lernen es eben nie. Kommen wir nun zu den erfreulichen Dingen des Sports. Am Abschlusstag der Schwimmweltmeisterschaften in Australien gab es bei den letzten 8 Disziplinen noch 2 Weltrekorde. Und von den 24 noch zu vergebenen Medaillen holte sich die deutsche Mannschaft noch einmal 5. Vor der Hymne stand harte Arbeit. Im schnellsten 1500-Meter-Rennen der Geschichte gab es ein hochtraumatisches Finale. Jörg Hoffmann aus Potsdam in der Bahn über dem 17-jährigen Australier Kieran Perkins. Beide hatten einander schon vor dem Rennen, glaubt man australischen Zeitungen, einen wahren Psychokrieg geliefert. Nach 700 Metern übernahm Hoffmann die Führung, konnte sich aber nie entscheidend absetzen. Der Australier am Ende mit tollem Schlussspurt. Hoffmann hielt jedoch dagegen und siegte in fantastischer Weltrekordzeit von 14 Minuten 50,36 Sekunden. Auch der drittplatzierte Hamburger Stefan Pfeiffer unterbot erstmals die Traumgrenze von 15 Minuten. Die 3 Erstplatzierten gehen mit diesem Rennen in die Schwimmgeschichte ein. Nach Gold in der 4x200-Meter Staffel durfte Dagmar Haase überraschend noch einmal jubeln. Auf der zweiten Bahn von unten erkämpfte die Magdeburgerin im 200-Meter-Rückenfinale auf den letzten Metern Silber. Ungefährdete Siegerin, die Ungarin Kristina Egerscheggi. Über 200 Meter Lagen steigerte sich Christian Gessner auf einen persönlichen Rekord. Klar in Führung und auf Weltrekordkurs Tamas Darni. Der Ungar, der schon über die 400 Meter Lagenstrecke triumphiert hatte, brach die Schallmauer von 2 Minuten. Auf der dritten Bahn von oben errang Christian Gessner Bronze. Tierig gab die deutsche Lagenstaffel ihren Abschied. Nachdem Frank Hoffmeister, Christian Posswiat, Michael Groß und Dirk Richter die Felle australischer Vorzeigetiere abgestreift hatten, errangen sie auf Bahn 3 von unten Bronze.
Hinter den USA und der UdSSR fing der Dresdner Dirk Richter den kanadischen Schlussschwimmer um eine Hundertstelsekunde ab. Damit verhalf er Michael Groß zu einem glänzenden Abschied. Der abschließende Medaillenspiegel der Schwimmweltmeisterschaften sieht wie folgt aus. Die Mannschaft der USA mit 17 Goldmedaillen klar an erster Stelle vor China. Ungarn schob sich mit 5 Goldmedaillen auf Platz 3 und das deutsche Team mit 4 Gold, 9 Silber und 9 Bronzemedaillen beendete diese WM auf Platz 4. Nach der gestrigen Weltcup-Abfahrt auf der Streif stand heute in Kitzbühel der Spezialslalom auf dem Programm. Auch hier galt es, die Form zu überprüfen für die in 8 Tagen beginnenden alpinen Skiweltmeisterschaften im österreichischen Saalbach. Mit der Nummer 1 legte Marc Girardelli, der Wahlluxemburger, die Bestzeit vor. Noch im ersten Durchgang saßen ihm der Österreicher Michael Tritscher und der Italiener Alberto Tomba im Nacken. Und das ist Alberto Tomba im zweiten Durchgang. Auch